Hallo alle zusammen und willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung von The Mandalorian. Diesmal geht's um Folge 2 der zweiten Staffel. Und die Frage ist doch, gab's in dieser Folge genauso viele Easter Eggs wie letzte Woche? Oder hat sie Baby Yoda alle aufgegessen? Die Folge war jedenfalls deutlich ruhiger als letzte Woche. Und die Folge hat auch nicht so wirklich den Plot vorangebracht. Aber es war wieder eine in sich stimmige Folge, die auf jeden Fall Spaß gemacht hat. Und auch so einige Alien-Vibes hervorgelockt hat. Die Folge schließt jedenfalls nahtlos an letzte Woche an und ich habe eigentlich gedacht, dass man jetzt nochmal was von Boba Fett sieht, aber da habe ich mich getäuscht und es gibt auch eine wichtige News zu verkünden, der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen, es wird eine Spin-Off-Serie zu Boba Fett geben. Eigentlich war von Disney geplant, dass man dazu einen Film rausbringt, die Idee hat man wieder verworfen, jetzt kommt das aber als Serie raus bei eben Disney Plus und die Dreharbeiten fangen demnächst schon an, das hat grünes Licht bekommen und ich vermute auch, dass wir auch daraus bekommen, wie Boba Fett den Sarlacc überlebt hat und auch was danach so passiert ist. Also es gibt einfach über den Charakter noch eine Menge zu erzählen und deswegen denke ich auch, dass wir weniger darüber in The Mandalorian erfahren, aber viel mehr in der Boba Fett Spin-Off-Serie. Ja, letzte Woche habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, wie es sein kann, dass er überhaupt überlebt hat. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, schaut in die letzte Folgenbesprechung rein und wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, macht das mal, denn es gibt jetzt jede Woche eine Folgenbesprechung zu The Mandalorian. So viel erstmal dazu. Regisseur der Folge war Peyton Reed, den kennt man auch, der war Regisseur von Ant-Man und Ant-Man and the Wasp, hat also schon große Blockbuster-Erfahrung und seine Liebe zu Ameisen erkennt man auch in einer Szene. Die Folge hieß The Passenger, weiß man auch, worauf das gemünzt war, natürlich auf die Froschfrau, die man ja später noch in der Folge sieht, aber fangen wir wieder vorne an, damit es auch chronologisch hier bleibt. Ganz am Anfang der Folge gab es einen kleinen Hinterhalt, ganz im Mad Max-Stil und ein Satz war da entscheidend, holt euch das Kind, wird gesagt. Das bedeutet, diese Kopfgeldjäger haben es nicht auf Mando abgesehen, nicht auf die Rüstung oder auf den Beskar-Stall, sondern wirklich auf Baby Yoda. Und das bedeutet, dass Moff Gideon vermutlich immer noch so seine Finger im Spiel hat und einfach dieses Kind haben will und eben viel, viel Geld bezahlen möchte, dass dieses Kind lebendig gefunden wird und zu ihm gebracht wird. Wobei, es sah nicht ganz so aus, als ob die ihn auch wirklich lebendig bringen würden. Ein wichtiges Detail gibt es auf Mandos Rüstung zu sehen. Da ist immer noch der Rest der Magensäure vom Krayt-Drachen zu sehen und was uns auch nochmal zeigen soll, dass Beskar-Stahl diese Säure aushält. Und was ich auch ganz witzig fand, war eben diese Jetpack-Szene und das ist genau der Humor, den mag ich zum einen, aber das ist auch dieser alte Star-Wars-Humor, der viel trockener daherkommt und eben nicht mehr dieser Marvel-Humor, den man in Episode 9 eingesetzt hat. Und hier beruht man sich einfach mehr auf den Wurzeln, fand ich ganz schön. Und dann geht es auch schon nach Mos Eisley zu Cantina. Da ist immer noch der Druide an der Bar. Den haben wir auch übrigens schon in Folge 5 gesehen. Und das bedeutet, dass es nicht mehr so ist wie bei Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, dass Druiden da nicht mehr erwünscht sind, sondern inzwischen dürfen Druiden sogar da arbeiten oder natürlich auch die Bar besuchen. Und wir sehen auch noch zwei andere, nämlich die Froschfrau, die wichtig wird für die Folge. Und wir sehen auch Dr. Mandible, also die Ameise. Und beide Charaktere haben wir übrigens schon in Folge 5 gesehen. Und ich finde es schön, dass solche Charaktere ganz harmonisch in die Serie mit eingeführt werden. Also ein paar Folgen oder hier sogar eine Staffel im Voraus. Und das ist einfach dann wieder gutes Drehbuch schreiben. Und da merkt man, die haben einfach einen Plan, der ein bisschen weitergeht. Das kann natürlich auch kompletter Zufall sein. Aber ich finde es ganz schön, wenn man solche Referenzpunkte einfach wieder herausnimmt. Und wir sehen auch ein berühmtes Kartenspiel, nämlich Sabacc. Und mit Sabacc hat damals Han Solo auch sein Millennium Falcon gewonnen. Das haben wir ja in Solo gesehen. Anschließend erfahren wir vom wichtigen Auftrag von Mando, der nicht wirklich die Story voranbringt, aber so eine kleine abgeschlossene Storyline eben in dieser Folge ist. Und zwar soll es nach Trask gehen. Das ist ein Meeresmond und das ist auch der Meeresmond, den wir vermutlich schon im Trailer gesehen haben, also dieser Wasserplanet, der nächste Woche in der Folge vermutlich eine große Rolle spielen wird. Dort soll es Mandalorianer geben und die werden dann vermutlich auch wichtig oder Mando sieht eine andere Person. Das haben wir auch schon im Trailer gesehen. Die Eier sehen wir noch und die Eier, das ist so eine schöne Sache, ja,
Baby Yoda hat auf jeden Fall ziemlich auf die Eier abgesehen. Aber nicht nur auf die Eier, sondern auch auf andere Eier. Darauf komme ich später nochmal. Dann geht es auch schon in die Razor Crest. Und wir sehen zum ersten Mal, wo Mando überhaupt schläft. Er teilt sich so eine kleine Schlafkabine mit Baby Yoda. Und ich finde es schön, dass man irgendwie die Razor Crest jedes Mal so ein bisschen mehr erforscht. Und so hat man auch so eine räumliche Vorstellung, wie es da drin eigentlich aussieht und wie es eigentlich sein muss, in dieser kleinen Raumkapsel so zu leben in der Razor Crest. Die X-Wings kommen. Und hier ist ein wichtiges Detail. Also diesen einen Piloten, den kennen wir schon, den haben wir schon in der ersten Staffel in Folge 6 gesehen, bei der Gefängnisfolge. Und das ist der Regisseur Dave Filoni, der hier zwar nur einen Gastauftritt hat, aber ziemlich wichtig für die Star Wars Mythologie ist. Zum einen wird er in dieser Staffel noch eine Folge inszenieren, darauf bin ich sehr gespannt. Und er ist auch der Showrunner von unter anderem Clone Wars. Also er kennt sich sehr, sehr gut mit der ganzen Star Wars Mythologie natürlich aus. Und der zweite Pilot, das ist jetzt kein berühmter Schauspieler, aber das ist ein berühmter Cosplayer im Star Wars Universum und da hat man einfach einen ganz, ganz treuen Fan diese Rolle gegeben und das ist natürlich super toll für einen Fan, wenn er mal ja, in einem X-Wing fliegen kann und wirklich Teil der Star Wars Mythologie wird. Finde ich sehr schön, dass man dem das irgendwie ermöglicht hat und es beginnt eine wilde, wilde Verfolgungsjagd und ich muss auch wieder sagen, auch letzte Woche schon, die Effekte sind wirklich der Hammer. Das sieht große Klasse aus, das braucht sich nicht hinter dem Kinofilm verstecken. Bei dem Eisplaneten ist man sich aktuell so ein bisschen unsicher, welcher Planet das so wirklich ist. Man munkelt gerade so, dass es der Eisplanet ist, den man in der ersten Staffel, in der ersten Folge direkt bei The Mandalorian gesehen hat. Aber da ist man auch nicht so wirklich eingetaucht in diesen Planeten. Aber trotzdem finde ich den ganz interessant. Wir sehen auch einen alten Bekannten aus Folge 6 wieder, nämlich Zero. Der wird so ein bisschen benutzt, damit die Froschfrau sich verständigen kann. Und da appelliert sie so ein bisschen an den Kodex der Mandalorianer. Das ist jedenfalls so ein kleiner Trick, wie man Mando um einen Gefallen bitten kann. Wobei das mehr als nur ein kleiner Gefallen ist. Ich will jetzt auch gar nicht hier auf jedes Detail eingehen, aber die Spinnen sind natürlich sehr wichtig und das sind Krügner. Die kennt man aus Star Wars Rebels, da haben sie schon einen Auftritt gehabt, ist also nicht ganz unbekannt im Star Wars Universum und der Moment, wenn ein Baby Yoda nicht mehr an die Eier der Froschfrau kommt, sondern diese anderen leckeren, großen Eier sieht, wandert er dahin und beugt sich so darüber und das war wirklich so ein schöner Alien-Moment. Alien ist eh einer meiner Lieblingsfilme und deswegen liebe ich natürlich diese Referenz, die Mandalorian hier benutzt und sowieso auch diese Horrorsegmente in einer Folge hat. Finde ich schön, dass es immer wieder so andere Referenzen gibt. Zum Western, zum Horrorbereich, zum Actionbereich, zu Raumschlacht überhaupt. Also ich finde, Mandalorian ist da ziemlich vielfältig und hier zeigt es sich wieder, dass es auch eben so ein bisschen Horror kann und dass es sogar funktioniert für eine Serie, die ab 12 ist. Jedenfalls schnappt er sich denn so ein kleines Wesen? Das sieht sogar aus wie ein Facehugger aus Alien. Also ich bitte euch, das ist auf jeden Fall eine Referenz an Alien. Und jedenfalls wird dann gerannt, was das Zeug hält, denn es wird geflüchtet vor diesem Krückner. Und Mando benutzt übrigens wieder einmal, sogar zweimal hier in der Folge, seinen Flammenwerfer. Und wirklich in jeder einzelnen Folge, von der ersten Folge, der ersten Staffel bis jetzt, hat Mando in jeder Folge seinen Flammenwerfer benutzt. Ja, man möchte anscheinend immer zeigen, wie gut doch dieser Flammenwerfer funktioniert. Auch ich mag die Waffe, aber ich finde es irgendwie lustig, dass sie das wirklich jede Folge einsetzen. Und die Froschfrau, die hüpft sogar. Also irgendwie sah die für mich auch mehr aus wie eine Echsenfrau. Aber die wird hier immer wieder als Frosch beschrieben. Okay, kann ich mit leben. Auf jeden Fall hat die Froschfrau denn ihre schnellste Methode gefunden, wegzurennen oder wegzuhüpfen, je nachdem wie man sieht. Die drei retten sich in der Razor Crest und werden dann auch noch von den X-Wings gerettet. Und da ist wieder ein kleines interessantes Detail. Aufgemalt sind dort nämlich ein paar T-Fighter, was bedeutet, dass der Pilot die Anzahl an aufgemalten T-Fighter vermutlich ausgeschaltet hat. Das sind so Markierungen, die man im Krieg macht oder im Kampf oder persönlich, der ein oder andere vielleicht. Jedenfalls war das so ein kleines Easter Egg und man sieht, Baby Yoda hat doch nicht alle Easter Eggs aufgefuttert. Ja, so viel erstmal zu dieser Folge. Nächste Folge sehen wir dann eben Trask, den Meeresmond. Da wird Mando dann irgendwie hinkommen in dieser Einstellung mit seiner kaputten Razor Crest. Zum einen muss er natürlich die Razor Crest reparieren lassen. Das wird vermutlich eine Aufgabe in der nächsten Folge. Wir sehen einen neuen Charakter, da bin ich auch gespannt drauf. Und wir werden erfahren, ob die Froschfrau eben recht hat und ihr Mann wirklich Informationen zu den weiteren Mandalorianern hat. Also diese drei Sachen werden wir nächste Woche rauskriegen. Hoffe ich jedenfalls, dann geht es auch mit der Story weiter. Und das war's erstmal von meiner Folgenbesprechung. Wenn ihr mehr sehen wollt von diesen Folgenbesprechungen, abonniert den Channel, lasst gerne ein Like, dann freue ich mich. Und ja, das war's. Ich habe gesprochen.